Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Grobi. Und es ist mal wieder soweit. Zeit für Karten basteln. Ich mag's nicht. Ich bin einfach kein Kartenbastler. Weil da muss man ja dekorieren. So eine Karte basteln ist ja eigentlich nur eine Karte dekorieren. Und dekorieren ist nicht so meins. Ihr seht es ja an meinen Mini-Alben und so. Aber. Ich habe 16 Karten gebastelt. Ich hoffe, die reichen. Und dann zeige ich es euch mal. So, frohe Ostern mit den Häschen. Da habe ich mir jetzt auf die letzten 3 Tage noch so eine Stanzschablone für besorgt. Die sind so ein bisschen erhaben, der nicht, der ein bisschen und der ein bisschen mehr. Innen habe ich immer noch so eine Kleinigkeit aufgeklebt. Die gefällt mir gar nicht. Für den Hasen habe ich so eine Pappvorlage, die male ich mir mal auf und schneide die dann aus. Den habe ich gleich nochmal. Da ist innen nur Washi-Tape drin. Die finde ich ganz niedlich geworden. Mit den Häschen. Washi-Tape innen drin. Die finde ich auch noch. Ja. Damit kann ich mich auch noch anfreunden. Liebe Grüße vom Osterhasen. Das Washi-Tape drin. Wieder der große Osterhase. Hier habe ich das Hintergrundpapier mal geteilt. Aber es wälzt sich so ein bisschen durchs Aufkleben mit dem Flüssigkleber. Hier ist noch gar nichts drin. Da habe ich die Gegenseiten genommen. Da ist auch noch nichts drin. Da kommen jetzt noch ein Osterspruch rein und natürlich dann unsere Osterwünsche. Die schreiben wir mal per Hand. Das ist Ei so ein bisschen schräg. Da hatte ich erst das Ei drauf und dann sah das so nackig aus. Und dann habe ich mir gedacht, klebe ich rechts und links noch so einen halben Osterhasen drauf. Ist auch noch nichts drin. So, dann kommen die Umschläge. Die Umschläge, da habe ich hinten nur so ein... Wir wünschen nur das Beste zum Osterfeste. Da habe ich gleich noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, dass wenn wir sie zukleben, dass wir das eben auch festkleben können. Die sind alle gleich. Das sind die Umschläge dafür. So, dann packen wir die mal zur Seite. Das war der zweite Schwung an Osterkarten. Hier kommen die ersten. Kann man das sehen? Das ist so ein bisschen embossed mit so einem Schmetterling. Ja, nicht so mein Favorit. Wo ist der Girlande drin? Die finde ich noch ganz niedlich. Da ich auch das Hintergrundpapier embossed. Kann man das sehen? Hat mir gut gefallen. Ich glaube, das war die erste Karte. Schmetterling. Die finde ich auch noch ganz niedlich. Da habe ich auch so eine Pappschablone, die ich dann so also nachzeichne und ausschneide. Die habe ich mir letztes Jahr mal gemacht. Und die Eule. Die gehört eigentlich mit zu dieser Stanzschablone. Die sitzt ja eigentlich noch mit drauf. Aber habe ich mir gedacht, nee, zu Ostern. Den Hasen habe ich auch so eine Pappschablone, die ich dann per Hand ausschneide. Naja, die ist auch noch ganz niedlich. Da sind ja ein paar niedliche bei. Hier nochmal andersrum, so spiegelverkehrt.
Und nochmal so einen großen Hasi. Und die Umschläge habe ich auch wieder. Aber ich glaube, hier habe ich noch andere Sprüche. Oder? Nee. Ach, hier habe ich noch einmal Frohe Ostern, Happy Easter. Und auf Französisch oder Spanisch? Jules? Ich glaube Französisch. Ja, und das war's schon. Das waren meine Osterkarten. Ich habe es geschafft. Ich hoffe, die 16 reichen. Ich muss nicht noch welche nachbasteln. Ich weiß nicht. Also ich und Karten, wir werden einfach nicht warm miteinander. Ich weiß nicht warum. Obwohl, wenn ich mir die so angucke, finde ich die eigentlich auch ganz niedlich. Naja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ich noch besser machen könnte an Karten. Vielleicht ein paar Tipps für die nächsten Karten. Okay, Weihnachtskarten ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht kann ich aber üben in der Zeit. Jetzt kommen ja die ganzen Geburtstagskarten, obwohl da habe ich letztes Jahr eine ganze Menge gebastelt. Davon sind noch ganz viele da. Gut, das war es erstmal wieder von mir. Ich habe sie fertig, meine Osterkarten. Also, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Grobi. Tschüss.